قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نعلم أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم عربي، والعرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتألفون من قبائل شتى. يعني في alle wissen, dass unser Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم ein Original Araber war. Und wir wissen, dass die Araber zu damaliger Zeit, zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, verschiedene Stämme waren. وَكَانَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ قَبِيلَةِ قُرَيْشِ. Und unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehörte zum Stamm von Quraysh. وَهِيَ مِنْ نَسْلِ سَيِّدِنَا إِسْمَاعِيلِ ابن إبراهيم عليه السلام. Und diese Kabila Quraysh, der Stamm Quraysh, gehört, wird zurückgeführt zu Ismail عليه السلام, zu Ibrahim عليه السلام. وهؤلاء العرب بينهم اتفاق كبير في الكلمات. Diese verschiedenen arabischen Stämme, zwischen diesen arabischen Stämmen gibt es natürlich große Einstimmung, was den Wörtern der arabischen Sprache betrifft. Das heißt, manche Wörter der arabischen Sprache findet man in jedem Stamm und wird gleich ausgesprochen. وَيُوجَدُ بَعْضُ الْإِخْتِلَافِ. Und es gibt aber auch einige Unterschiede. Manche Wörter, die findet man bei diesem Stamm, aber nicht bei diesem Stamm. وهذا الاختلاف في اللغة الواحدة يسمى لهجات. Und dieser kleine Unterschied innerhalb einer Sprache nennt man Lahja. Lahja bedeutet Akzent. Und wir wissen, dass jede Sprache hat verschiedene Akzente. So auch die arabische Sprache hat verschiedene Akzente. ومن أهم مظاهر الاختلاف في اللهجات, die wichtigsten Unterschiede, die wichtigsten deutlichen Unterschiede der verschiedenen arabischen Stämme. Erstens, اختلاف طريقة التصويت في الكلمة الواحدة. Der erste Unterschied, dass wenn man über ein und dasselbe Wort spricht, dass jeder arabische Stamm dieses Wort anders ausspricht. Und das hat man nicht nur in der arabischen Sprache, das hat man in jeder Sprache. Ja, hier in Berlin, was sagt man? Wat denn? Ha? Wat denn? Da, woanders sagt man, was denn? Und so weiter. Das ist anders ausgesprochen, aber man meint genau dasselbe. Dieser Unterschied, wie man manche Wörter ausspricht, gibt es auch in der arabischen Sprache. فبعض العرب يقول, يعني einige der arabischen Stämme sagen, يؤمنون, يؤمنون بالهمز, يعني mit der Hamza. يا ضم همزة سكون يؤمنون. Aber manche Stämme, manche der arabischen Stämme sprechen diese Hamza überhaupt nicht aus, sondern die vertauschen diese Hamza zu dem Buchstaben mit dem Buchstaben Wau. Und die sagen Yuminun. Und die Brüder von Nordafrika, die Marokkaner, die wissen das. Weil die rezitieren den Koran, Berewayet Warsh. ف
فهي يؤمنون. سو يؤمنون يؤمنون das ein yani dasselbe Wort wird anders ausgesprochen, aber gemeint ist eins und dasselbe. Hat genau die gleiche Bedeutung. بغير همز فيؤمنون ohne Hamza. بعضهم يقول عليهم في إن سورة الفاتحة عليهم والبعض يقول عليهم دي فتاوشن دي كسرة von der Ha mit einer Dhamma. Die Bedeutung bleibt aber dieselbe. Bei manchen Wörtern, wenn man die Haraka vertauscht, bleibt die Bedeutung dieselbe. Aber nicht immer. Ne? Manchmal, wenn man die Haraka vertauscht, verändert sich die Bedeutung. وآخر يقول عليهم. Manche sagen عليهم. So عليهم عليهم عليهم. وهكذا يختلفون في طريقة التصويت بالكلمة. يعني so unterscheiden sich die arabischen Stämme, wenn sie ein und dasselbe Wort anders aussprechen. Zweitens, اختلاف معنى الكلمة. Der Unterschied, was die Bedeutung des Wortes betrifft. Manche arabischen Stämme, wenn die ein und dasselbe Wort aussprechen, die meinen etwas, und ein anderer Stamm benutzt genau dasselbe Wort, meint aber total was anderes. وذلك بأن توجد الكلمة في قبيلة ما وتعني معنى وتعني معنى مختلفا عن معناها في قبيلة أخرى. يعني ein Wort bedeutet bei diesem Stamm etwas und genau dasselbe Wort bedeutet etwas anders bei einem anderen Stamm. Wie zum Beispiel das Wort in Surat An-Nisa, Aya 43, لامستم. لامستم. هي في بعض القبائل العربية تعني اللمس. يعني bei einigen der arabischen Stämme bedeutet das Anfassen. لامستم bedeutet das Anfassen. Aber bei anderen arabischen Stämmen bedeutet das den Beischlaf. الجماع. وتعني في بعض القبائل الجماع. ماشي؟ ثالثا وجود الكلمة في إحدى اللهجات وانعدامها في الأخرى. يعني manche Wörter die findet man bei einigen arabischen Stämmen und genau dieses Wort kann man bei einigen arabischen Stämmen überhaupt nicht finden. Yani existiert überhaupt nicht. Das besteht bei يعني bei jeder Sprache und bei jedem Dialekt, dass man manchmal ein Wort benutzt und man hat irgendwo ein Nachbarstadt oder ein Nachbardorf und die haben dieses Wort, was wir benutzen, überhaupt nicht. So das existiert auch in der originalarabischen Sprache, dass manch eines Wortes, yani ein Wort besteht hier bei einigen arabischen Stämmen und existiert überhaupt nicht bei anderen. فمثلا كلمة خاسئين في سورة البقرة الآية 65 وسورة الأعراف الآية 166. خاسئين أي صاغرين وهي بلهجة كنانة. يعني der Stamm كنانة, die sagen صاغرين. Und dieses Wort existiert bei anderen arabischen Stämmen überhaupt nicht. وكلمة لشوبا, das ist Surat al-Saffat, Ayah 67, existiert bei einigen Stämmen und bei einigen überhaupt nicht. وهي لشوبا أي مزجا بلهجة جرهم. يعني das ist der Dialekt von dem Stamm
جرهم. إذن هكذا كان الواقع اللغوي في زمن نزول القرآن الكريم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Das ist natürlich hier die Situation zu damaliger Zeit, zu der Zeit des Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم, wenn man hier über die verschiedenen arabischen Stämme spricht. وأشفق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على أمته أن تقرأ القرآن العظيم على حرف واحد فيشق عليها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم unser Prophet hatte natürlich Mitleid mit uns, mit seiner Umma aus Barmherzigkeit, weil er hatte natürlich das Wissen über diese verschiedenen arabischen Stämme und über deren Dialekten. So hatte er mit uns Mitleid. Und فسأل الله أن يخفف عنها فأنزل الله تبارك وتعالى القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف. يعني er verlangte von Allah سبحانه وتعالى dass den Koran herabsendet mit mehr original arabischen Dialekten. So Allah سبحانه وتعالى hat ihm mehr Dialekte gegeben, bis es sieben verschiedenen, man sagt hier Buchstaben, und mit Buchstaben hier meint man Dialekten. Welche Dialekten? Allahu A'lam. Über diesen Hadith haben die Ulama sehr viel gesprochen, sehr viel erläutert. Im Allgemeinen, wenn man hier Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte sab'at ahruf, sieben Buchstaben, aber mit Harf hier meint man nicht den tatsächlichen Buchstaben wie Alif, Ba, Ta, sondern es bedeutet Wallahu a'lam ein Dialekt der original arabischen Stämme. So bis es sieben verschiedenen Dialekten waren. كلها شاف كاف. يعني alles, all diese sieben verschiedenen Dialekten sind genügend und ausreichend und schafen. يعني gesund und ausreichend. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن على أصحابه وحذق فيه جماعة منهم كانوا يتدارسون. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم rezitiert den Koran zu seinen Gesandten, zu seinen Gefährten, zu den Sahaba. Und sie, die Sahaba, lernten den Koran von رسول الله صلى الله عليه وسلم direkt. وحذق فيه جماعة منهم كانوا يتدارسونه. يعني eine Gruppe der Sahaba, nicht alle, aber eine große Gruppe der Sahaba haben sich richtig darin vertieft und sind richtig professionell darin geworden. Wir sprechen hier von der Koran-Rezitation, wie man den Koran richtig rezitiert. Und die haben sich damit beschäftigt, den Koran zu lernen und weiter zu lehren. وأرسلهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ليعلموه للناس فكان يقال لهم القراء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم hat diese Sahaba, die den Koran richtig gelernt haben, hat sie zu anderen Stämmen und anderen Gegenden geschickt, um den Koran zu lehren. Und diese Gruppe von Sahaba nannte man Al-Qurra, die Rezitatoren. ففي صحيح مسلم, in صحيح مسلم, جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. يعني eine Gruppe von Menschen kamen zu Rasulullah صلى الله عليه وسلم und sagten zu ihm, schicke mit uns Rijalan, Männern,
دي أنس دين قرآن وندي سنة ليرن. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار. سو شكتي صلى الله عليه وسلم مدينن ودتسودينن 70 منن der Ansar, von den Ansar. يقال لهم القراء. Sie werden als oder mit القراء bezeichnet. يعني die Rezitatoren. فقد حفظ القرآن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من صحابته. يعني أني sehr große Anzahl der صحابة haben den Koran auch auswendig gelernt, den ganzen Koran. اتصلت أسانيد القراءات ببعضهم. يعني دي قرآن أسانيد, diese Kettenglieder, die wir haben über die verschiedenen قراءات, sind verbunden und kehren zurück zu diese großen Sahaba, und von denen oder zu denen gehören Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, wa Ubay ibn Ka'b, wa Abdullah ibn Mas'ud, wa Zayd ibn Thabit. فقرأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم وأقرأوه. So die Sahaba haben den Koran gelernt und weitergegeben an die nächste Generation. وأقرأوه أي haben es weitergelehrt. وحفظه جملة منهم. Eine große Anzahl oder eine große Gruppe von denen haben es auch auswendig gelernt. وهذا الحفظ من خصائص هذا الكتاب الكريم دون سائر الكتب السماوية. يعني das dieses Buch القرآن, das edle Koran auswendig gelernt wird, das ist speziell für den Koran. Es ist nicht für die sogar, es ist nicht sogar für die anderen Bücher, die Allah subhanahu wa ta'ala herunter gesendet hat, wie Al-Injil und Al-Tawra. Du wirst keinen Christen finden, der sein Injil auf seinem Herzen hat. Du wirst auch keinen Juden finden, der seine Taurat auf seinem Herzen hat. Dies ist speziell für den Koran. Und wir sehen immer wieder, subhanallah, nicht arabische Kleinkinder, ja, aus Indien, aus Pakistan, aus Indonesien, aus Malaysia, aus Afrika, wie auch immer, subhanallah, sogar aus China, die den Koran auswendig gelernt haben. Wenn du sie auf Arabisch fragst, wie heißt du? Er kann dir nicht antworten, weil er nichts verstanden hat. Aber er kann dir den Koran auswendig vorrezitieren ohne Fehler, subhanallah. Besser als sehr viele Araber. Nicht manche, besser als sehr viele Araber. Das ist, subhanallah, ein Wunder. Dieses Wunder ist nur für dieses Buch. Naam. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا, يعني die Frage, die sich selbst stellt hier, كيف تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم القراءات القرآنية من جبريل عليه السلام؟ كيف تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم القراءات القرآنية من جبريل عليه السلام؟ يعني دي فراجة في هات رسول الله صلى الله عليه وسلم diese verschiedenen قراءات des Korans von جبريل عليه السلام bekommen. يقول الله تبارك وتعالى مخبرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أنزل عليه. يعني الله سبحانه وتعالى sagt es in dem Koran über den Propheten, über den Gesandten Allah صلى الله عليه وسلم und über das Buch, welches Allah سبحانه وتعالى auf den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم hinabsandte. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. Das ist in سورة النمل آية 6. Kann jeder nachschlagen über die Bedeutung.
وقال تعالى إن سورة الشعراء آية 192 وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هي wird natürlich beschrieben, dass der Koran auf dem Herzen des Propheten Muhammad herabgesandt wurde, dass Jibril alayhi salam mit dem Koran herunterkam, dass Jibril Amin ist, anvertraut, vertrauenswürdig ist. وبلسان عربي مبين, يعني mit بلسان, هي bedeutet Sprache, لسان bedeutet Sprache. Weil die meisten Buchstaben werden aus der Zunge ausgesprochen. 18 Buchstaben der arabischen Sprache werden aus der Zunge ausgesprochen. Deshalb, wenn man hier, wenn hier im Koran oder in der arabischen Sprache Lisan gesagt wird, dann meint man die arabische Sprache. So, der Koran wurde herabgesandt in einer klaren arabischen Sprache. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى القراءات بوساطة جبريل عليه السلام. يعني unser Gesandter صلى الله عليه وسلم hat die verschiedenen Qiraat des Koran durch جبريل عليه السلام empfangen. حيث كان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فيدارسه ما نزل من القرآن العظيم. أن جبريل عليه السلام في يوسن إن يدم رمضان هات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني während رمضان إن jede Nacht von Ramadan getroffen und die sind zusammengesessen beide und haben den Koran einander vorgelesen. Jibril hat vorgelesen, Rasulullah صلى الله عليه وسلم hat zugehört und umgekehrt genauso. حيث كان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه ما نزل من القرآن العظيم. Natürlich, die haben das studiert, was herabgesandt wurde von dem Koran. Wir wissen, der Koran wurde nicht auf einmal herabgesandt, sondern in Stufen. وطريقة هذه المدارسة كما جاء في الحديث الصحيح. يعني diese Art und Weise, وعليكم السلام, diese Art und Weise von gegenseitig Vorlesen des Korans zwischen Jibril عليه السلام und Rasulullah صلى الله عليه وسلم, wie es in dem Hadith صحيح صحيح البخاري, أن كل منهما يقرأ على الآخر. يعني jeder liest dem anderen vor, der andere hört zu. صلى الله تعالى عليهما وسلم. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم, im صحيح البخاري über den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم, dass gesagt hat, قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. يعني erstens als der Koran herabgesandt wurde, wurde es nur auf eine Art und Weise mit einem Dialekt. Ein Dialekt, das war der Dialekt von Quraysh, weil die ersten, die den Koran bekommen haben, waren Qabilatu Quraysh. Rasulullah صلى الله عليه وسلم hat den Koran von Jibril عليه السلام mit dem Akzent oder mit dem Dialekt von Quraysh empfangen. Danach hat Rasulullah صلى الله عليه وسلم Jibril darum gebeten, dass Allah subhanahu wa ta'ala darum bittet, dass mehr Dialekte herabsendet. Allah subhanahu wa ta'ala hat dies zugestimmt und hat ihnen mehr Dialekte gegeben, bis es sieben, hier hat er
erwähnt sieben Ahruf, wir sagen sieben Dialekte, wallahu a'lam. Wie viele verschiedene Dialekte unter einem Buchstaben gibt, Allahu a'lam. وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن الخطاب لسورة الفرقان وقراءة هشام بن حكيم لها محل القبول، وإلا لما صح أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لكل منهما في قراءته، وقد اختلفتا كذلك أنزلت. Wir haben den Hadith zuvor gehabt über Hisham ibn Hakim, als er Suratul Furqan rezitiert in seinem Gebet und Umar radiallahu anhu als Nachbeter war. Und nachdem das Gebet zu Ende war, er schnappte ihn hier an seinem, an seiner Brust und sagte zu ihm, du hast den Koran verfälscht und geändert. Ich kenne diese Sura, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat mir diese Sura so gelehrt. Hisham ibn Hakim sagte zu Umar, so habe ich es vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam gelernt. Und Umar sagte, nein, ich kenne diese Sura auch, aber er hat es mir anders gelehrt. So hat er ihn an seiner Brust gezogen, hat ihn zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gebracht und sagte, hör dir diesen Feind an, wie er den Koran gefälscht hat. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte zu Umar, ersilhu ya Umar, lass ihn los, er hat ihn noch hier am Kragen festgehalten, subhanallah. Und Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte zu Hisham ibn Hakim, lese, rezitiere Suratul Furqan. Er rezitierte. Als er fertig war, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte, hakada unzila. So wurde diese Sura herabgesandt. So Umar hat sich gewünscht, die Erde soll ihn lieber verschlucken. Yani, wenn Hisham ibn Hakim hat, wenn er richtig rezitiert hat, das heißt, Umar rezitiert falsch. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte zu Umar, rezitiere. Oh Umar, rezitiere. Er rezitierte Suratul Furqan und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, hakaza unzilat. So wurde diese Sura herabgesandt. Und dann erwähnte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diesen Hadith, diesen bekannten Hadith, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Koran erstmals auf einem Harf herabgesandt hat und dann, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mehr Dialekte, mehr Ahruf verlangte, bis es sieben verschiedene Ahruf waren, verschiedene, sieben verschiedene Dialekte. Waren. Was man rezitiert, welche Qira'a man rezitiert, solange es Qira'a sahiha, mutawatira, es ist ausreichend und es ist korrekt und es ist Qur'an. Wir bezeichnen es als Qur'an. Yani, wenn du einmal eine andere Qira'a hörst, denke nicht, dass deine Qira'a die richtige Qira'a ist und seine Qira'a ist falsch. Nein. Es ist alles Koran. Es kommt daher, wie wir am Anfang sagten, es gibt verschiedene arabische Stämme, und wir sprechen hier von originalarabischen Stämmen und die haben verschiedene Dialekte, die haben Unterschiede in der Sprache und wir bezeichnen sie alle als Originalaraber. Wir sprechen natürlich von den Araben, arabischen Stämmen, zu Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na. وبهذه الأحاديث الصحيحة يتقرر القول بأن الله تعالى قد أباح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن بهذه الحروف السبعة تيسيرا على الأمة وتوسيعا عليها. يعني daraus schließt man, dass durch diese Ahadith die Sahiha ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erlaubte, mit diesen verschiedenen Dialekten den Koran zu rezitieren. Und wir sprechen hier von diesen Sab'at Ahruf, taysiran ala al-umma, damit es für die Umma einfacher wird. Damit es
einfacher und leichter für diese Umma wird. Wir wissen, es ist nicht einfach, dass man, wenn man aus einem Stamm abstammt, wenn man jemanden zwingt, mit einem anderen Dialekt zu sprechen, es ist nicht so einfach. Es ist schwierig. Ich schweige von, wenn wir über Fremdsprache sprechen. Ja? Also für uns hier, es war nicht einfach am Anfang Deutsch zu lernen. Es ist eine ganz total andere Sprache für uns, eine Fremdsprache. Weil hier, wenn es um verschiedene Dialekte geht, es ist so wie wenn es um eine Fremdsprache geht. Ja. Man muss eine andere Aussprache lernen. Und wenn es auch um denselben Wort geht, aber es wird anders ausgesprochen, so muss man schon Schwierigkeiten begegnen, wenn man sein Dialekt verändern muss. وأن جبريل عليه السلام قد عارضه بهذه الحروف السبعة. يعني steht schon fest, dass جبريل عليه السلام mit dem Propheten صلى الله عليه وسلم all diese sieben verschiedenen Dialekten vorlas und von dem Propheten صلى الله عليه وسلم zuhörte. وهكذا انتقل القرآن الكريم إلى التابعين حيث علم الصحابة الكرام التابعين. يعني so wurde der Koran, der edle Koran von den Sahaban zu den Tabi'in weitergeleitet. كل واحد يعلم كما تعلم. يعني jeder der Sahaba, jeder der Gefährten des Propheten صلى الله عليه وسلم hat natürlich die Art und Weise, die er vom Propheten صلى الله عليه وسلم gelernt hat, weitergegeben an die Tabi'in. يعني nicht jeder der Sahaba konnte all diese sieben verschiedenen Dialekten. Der eine konnte diese, der andere konnte die andere und so weiter. Jeder der Sahaba hat an den Tabi'in das gegeben, was er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gelernt hat. كل واحد يعلم كما تعلم. فظهرت القراءات القرآنية للنص القرآني الواحد. So am Anfang hat man natürlich jede Qiraa separat gehabt. Jede Qiraa hat man separat gehabt. Man hat sie separat gelehrt, separat gelernt. وتوزع القراء من التابعين في الأمصار الإسلامية. Natürlich die Tabi'in, eine sehr große Gruppe der Tabi'in hat sich auch darin vertieft und es gab sehr viele der Tabi'in, die man als Qurra, als Rezitatorin bezeichnet hat. Und die haben sich auf die großen islamischen Städte verteilt, um den Koran weiterzugeben, weiterzulehren. وقرأ عليهم كثيرون. Sehr viele sind zu denen gereist und haben den Koran von diesen Tabi'in, von dieser Qurra der Tabi'in, den Koran gelernt und empfangen. وتتابعت سلاسل الإقراء. يعني diese Kettenglieder der Iqra, des Lehren der richtigen Rezitation, hat sich weiterentwickelt und hat sich weiter transportiert von einer Generation zur anderen Generation. وتخرج على أيديهم أئمتهم في القراءة كانوا مرجعا للناس في العصور المختلفة. يعني sehr viele haben sich darin spezialisiert und haben sich nur mit der verschiedenen Qiraat beschäftigt und sind darin يعني Imami geworden. وكانوا مرجعا للناس. يعني die waren Ressource Stelle für die Menschen, für die Muslims. Und jeder kehrte zu sie zurück, um über die Qiraat zu lernen oder zu studieren oder zu fragen in den verschiedenen Generationen. وأكبر الظن أن بداية التدوين في القراءات كانت مع القرن الثالث. يعني man denkt hier, dass höchstwahrscheinlich zu Beginn
des dritten Jahrhunderts. Es ist da, wo man angefangen hat, über die Qiraat Bücher niederzuschreiben. Zu Beginn des dritten Jahrhunderts. Das ist die größte oder die höchste Wahrscheinlichkeit, dass man Bücher niederschrieb oder angefangen hat, Bücher niederzuschreiben über die verschiedenen Qiraat, yani über die Regeln der verschiedenen Qiraat. ويتجه الباحثون إلى أن أول إمام دون في هذا العلم هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام توفي 224. يعني دي Gelehrten, دي Nachforscher, die nachgeforscht haben, behaupten, dass der erste Imam, der erste Gelehrte, der ein Buch nieder oder Bücher niederschrieb über die verschiedenen Qiraat, war der Imam Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam, starb 224 Hijri. حيث جمع فيه 25 قارئة. Yani er schrieb in seinem Buch über 25 Qurra, Rezitatoren. وقد بلغ عدد ما ألف في القراءات حتى تسبيع ابن مجاهد توفي 324 هجري نحو 40 مؤلفا. يعني die Bücher, die über die Qiraat niedergeschrieben wurden, haben schon 40 Bücher erreicht. حتى bis تسبيع ابن مجاهد, يعني توفي سنة im Jahre 324 هجري. منهم من اقتصر على قراءة واحدة. يعني einige der Verfasser haben sich um eine قراءة beschäftigt und haben nur über die Regeln dieser einzigen قراءة Bücher geschrieben. ومنهم من تناول أكثر. Und manche haben über mehrere, mehr als eine قراءة Bücher geschrieben. فقد بدأ التأليف, يعني erstens hat man قد بدأ التأليف في كتب خاصة. Zuerst hat man in einer privaten Sache Bücher über diese Qiraat geschrieben. Yani die Schüler selber, erstens, jeder Schüler, der bei seinem Sheikh studierte, hat sich Notizen gemacht und hat eigentlich die ganzen Regeln über diese Qiraat, die er von seinem Sheikh empfangen hat, hat er die ganzen Regeln niedergeschrieben in einem Buch. So hat eigentlich die Niederschreibung über die verschiedenen Qiraat angefangen, erstmals in einer privaten, in Privatbücher von den Schülern selber. ثم جاء من بعد هؤلاء جماعة من الأئمة تفرغوا للقرآن. Und danach gab es natürlich eine sehr große Gruppe von Gelehrten, die wirklich ihr ganzes Leben damit beschäftigt haben, oder verbracht haben, nur die verschiedenen Qiraat zu lernen und zu lehren, nichts anderes. Yani haben sich nur um den Koran beschäftigt und das ganze Wissen um den Koran. Natürlich meistens die richtige Rezitation. وَأَمْضَوْ حَيَاتَهُمْ فِي خِدْمَتِهِ. Yani die haben ihr ganzes Leben damit verbracht, den Koran zu dienen. فَلَمْ يَقْنَعُوا بِمَا تَلَقَّوْهُ مِنْ شَيْخٍ وَحَدٍ. Yani, die haben sich nicht damit abgefunden, dass sie den Koran von einem einzigen Sheikh bekommen haben. Die sind herumgereist und haben den Koran oder die verschiedenen Qiraat von mehreren Mashayikh, von mehreren Gelehrten gelernt. فصاروا يجوبون الأمصار بحثا عن النقل الضابطين لكتاب الله يأخذونه عنهم. يعني die sind herumgereist und haben nach den Großgelehrten oder die Perfektionisten gesucht, um von sie den Koran zu empfangen. فكان منهم حفص الدوري. Einer von denen ist حفص الدوري. Starb 246 هجري. الذي رحل في طلب القراءات وهكذا أودع كل إمام من المصنفين في كتابه ما وصل إليه بالإسناد المتصل من القراءات. So jeder dieser Großgelehrten schrieb Bücher über
natürlich über die Qiraat, die er empfangen hat. Na, يعني فالذي وصله خمس قراءات ألف في القراءات الخمس. Derjenige, der fünf Qiraat gelernt hatte, hat natürlich über diese fünf Qiraat Bücher geschrieben, yani über die Regeln, wie man diese Qiraat rezitieren muss. Oder welche Regeln man verfolgen muss, wenn man diese Qiraat rezitieren möchte. Mittel Ahmad ibn Jubair. ومنهم من ألف في ست قراءات ككتاب الكفاية في القراءات الست manche haben über sechs قراءات Bücher geschrieben ومنهم من ألف في سبع قراءات ككتاب السبعة لابن مجاهد وتبعه كثيرون منهم من ألف في الثمان manche haben über acht verschiedene قراءات geschrieben يعني وكذلك التلخيص في القراءات الثمان للطبري ومنهم من ألف في التسع ككتاب الشمس المنيرة في القراءات التسع الشهيرة لسبط الخيام ومنهم من ألف في العشر وهم كثر يعني manche haben über die zehn verschiedenen قراءات geschrieben und es sind sehr viele die darüber geschrieben ومنهم من ألف في 11 قراءة manche haben über 11 قراءات geschrieben und so weiter نعم. وقد يفرد أحد الأئمة المصنفين قارئا بعينه بالتأليف ويتوسع في ذكر طرقه. يعني manche der Gelehrten, die Bücher geschrieben haben, haben über einen قارئ geschrieben, aber haben sich weit verbreitet und haben über die verschiedenen Wege dieser قراءة geschrieben. فريد قراءة hat verschiedene Wege. وقد يكون الدافع طلب أحد التلاميذ من شيخه. يعني manchmal war der Grund dafür, dass dieser Gelehrte ein Buch über die قراءة niederschrieb, eigentlich der Grund war seine Schüler oder einer seiner Schüler, dass die Schüler manchmal von dem Sheikh verlangten, dass er ein Buch über diese قراءة, die er lehrt, niederschreibt. Dass man etwas in der Hand hat, wo man die Regeln dieser Qiraa verfolgen kann. وأما القراءات القرآنية التي صحت أسانيدها ويقرأ بها اليوم وقد وصلتنا متواترة بحمد الله تعالى محصورة في ثلاثة كتب لا غير وهي يعني دي قراءات die wir heute haben und wir sprechen von den قراءات صحيحة die صحيحة ist der Sanad ist صحيح es gibt keine Lücke in dem Sanad Es ist wie wenn wir über Al-Hadith al-Sahih sprechen. Es gibt auch Al-Qira'a al-Sahiha. Hier haben wir drei Bücher, nur drei Bücher, es gibt keinen vierten. Drei Bücher, die über diese Qira'at, diese zehn Qira'at Sahiha geschrieben haben. Der erste ist, منظومة حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المعروفة بالشاطبية. Dieses Buch hat الإمام الشاطبي geschrieben über sieben قراءات. Diese sieben قراءات sind alle قراءات صحيحة متواترة بالسند المتصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الكتاب الثاني منظومة الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية لمحقق الفن الإمام ابن الجزري. الإمام ابن الجزري هات هي في الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية يبقى دراي قراءات geschrieben sein Buch und diese drei قراءات komplettieren die sieben قراءات so sieben und diese drei das sind die zehn قراءات صحيحة للإمام ابن الجزري. Und er selber, Al-Imam ibn al-Jazari, hat das dritte Buch auch geschrieben, Kitab al-Nashr fi al-Qira'at al-Ashr, lil-Imam ibn al-Jazari, al-Sabiq al-Zikr, wa qad i'tamada fi ta'lifi ala bid'a wa sittina kitaban min kutub hadha al-Fan. Als er dieses Buch über all diese zehn Qira'at schrieb, hat er sich über 60 Bücher zu Hilfe genommen. Qara'aha ala shuyukhih. Er hat all diese über 60 Bücher zu seinen Maschaich gelesen oder
hat sie seinen Mashaykh vorgelesen. وقرأ القرآن بمضمنها ثم قام رحمه الله بعملية غربلة لما قرأ. يعني hat natürlich den Koran mit all diese 10 Qiraat rezitiert, gelernt und rezitiert. Was tat eigentlich, hat diese über 70 Bücher einfach gefiltert. Hat sie gefiltert und hat eine Summe daraus gemacht und hat daraus sein Buch über diese 10 Qiraat geschrieben. Na, فقام باستبعاد ما فوق العشر لعدم توفر شروط قبول القراءة الصحيحة فيها. Hat natürlich die Qiraat, die über diese 10 Qiraat hinausgehen. Wir wissen, dass es gibt auch vier andere Qiraat, die schadza, yani ضعيفة. Er hat sie ausgeschlossen, hat nicht über diese vier Qiraat ضعيفة geschrieben, er hat nur über die 10 Qiraat صحيحة geschrieben. وأما العشر فاستبعد منها كل طريق فيه مطعن أو لم تتحقق فيه اللقية بين الشيخ والتلميذ أو روي بطريق الإجازة دون القراءة والمشافهة فتجمع عليه رحمه الله قريبا من 1000 طريق عن القراء العشرة أو دعها في كتابه العظيم النشر. يعني hat natürlich alles was schwach war, was nicht authentisch war, was nicht sahih war, weggelassen und hat nur über diese 10 Qiraat geschrieben und hat über ungefähr 1000 verschiedene Wege für diese 10 Qiraat zusammengesammelt in seinem Buch. Überleg mal, alle Wege sind sahih Wege. فكل قراءة أو رواية أو وجه مذكور في أحد الكتب الثلاثة الماضية فهو مقروء به ومتلقى بالقبول. يعني jede قراءة أو رواية die erwähnt wurde in diese drei Bücher sind alle قراءات أو روايات صحيحة ومقبولة akzeptiert und wird rezitiert bis zum heutigen Tag. وقد امتن الله تعالى على الأمة الإسلامية بالشيخ المقرئ الدكتور أيمن رشدي سويد حفظه الله تعالى حيث إنه تلقى هذه القراءات القرآنية بأعلى أسانيد فيما نعلم. يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى hat uns diese Gabe gegeben. الشيخ أيمن رشدي سويد حفظه الله تعالى hat all diese 10 قراءات mit den höchsten Sanad von seinen Mashaykh bekommen und lehrt sie weiter, alhamdulillah. عن مشايخ الإقراء في العالم الإسلامي, يعني die größten مشايخ der Muslime um die ganze islamische Welt. Ist um die ganze islamische Welt verreist, um von den größten islamischen Gelehrten den Koran zu lernen und zu empfangen. وهكذا تلقى القرآن العظيم صوتيا ونقله إلينا بأعلى درجات التوثيق. يعني أحدث direkt von seinen Mashaykh empfangen, Gesicht zu Gesicht, von den Lippen seiner Mashaykh zu seinen Ohren. Und rezitierte den Koran von seinen Lippen zu den Ohren seiner Mashaykh. Mit dieser Präzision und dieser Genauigkeit hat zu uns den Koran weiter transportiert. وهو ما يعرف بالإجازة. Das ist das, was man إجازة nennt. Wenn der Schüler den Koran von seinem Sheikh empfängt und wenn den ganzen Koran von Surat al-Fatiha bis Surat al-Nas vor seinem Sheikh rezitiert. Natürlich, der Sheikh, wenn es Fehler gibt, wird diese Fehler korrigieren und am Ende des Korans sind all diese Fehler mit Sicherheit behoben. Ansonsten wird diese Ijazah nicht bekommen. Wenn jemand die Ijazah bekommt, natürlich bezeugt der Sheikh, dass dieser Schüler genau mit der gleichen Präzision, mit der gleichen Qualität den Koran rezitiert wie sein Sheikh. Das ist eigentlich ein Zeugnis. Dieser Sheikh bezeugt, dass dieser Schüler, der gerade diese Ijazah bekommt, genau mit der gleichen Qualität, fehlerfrei, wie sein Sheikh rezitiert. نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة العظيمة وأن يلين ألسنتنا بتلاوة القرآن العظيم على النحو الذي يرضيه. و
وأن يجعلنا من أهله وخاصته، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. هي نتيجة سند عند شوستر دكتور رحاب، هي نتيجة الله سبحانه وتعالى، رسول جبريل عليه السلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس تو شوستر دكتور رحاب. Sie ist hier Nummer 29. So zwischen ihr und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gibt es 28 Männer. Jeder ist bekannt mit Vornamen und Nachnamen und am welchen Jahr er verstarb. So, diese Ijaza ist nicht nur Tinte auf Papier, sondern man weiß ganz genau jeden Mann in diesem Sanad. Yani jeder Mann ist ein Kettenglied. Und jedes Kettenglied ist bekannt mit Vornamen, Nachnamen und wann er starb und normalerweise auch, wo er gelebt hat. Oder in welcher Stadt er lebte, in welcher Stadt er starb. Ihr könnt es ja rumgehen lassen, für die Brüder, die Arabisch lesen können. Jazakum Allah khair wa barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. نعم. Ja, genau. Letzte Woche يعني erwähnten wir dass Uthman رضي الله عنه von dem Mushaf al-Imam welches zur Zeit von Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه zum ersten Mal niedergeschrieben wurde oder abkopiert wurde aus den Stücken, die zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und vor den Augen des Propheten sallallahu alaihi wasallam niedergeschrieben wurden. Somit hatten die Muslime zum ersten Mal den Koran in einem Mushaf, in einem Buch als Mushaf. Und zur Zeit Uthman radiallahu anhu, als die Fitna angefangen hat, er hatte dieses Buch von Hafsa radiallahu anha verlangt, um mehrere Kopien daraus zu machen. Er hat mehrere Kopien gemacht. Er gab diese Aufgabe Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, der dieses erste Buch damals auch selbst niederschrieb. Danach hat er für sich selbst eine Kopie behalten. Diese Kopie war mit ihm in seiner Wohnung. Eine Kopie war für alle Muslime zugänglich in Al-Masjid al-Nabawi in Al-Madina. Eine Kopie in Al-Masjid al-Haram in Mekka. Dann sendete er zu den islamischen Großstädten wie Al-Basra, Al-Kufa, Dimashq und so weiter. Und diese Kopien waren in den Großmoscheen waren zugänglich zu alle Muslime. Und alle Muslime wurden aufgefordert, die Stücke hatten mit Suras oder Ayat, dass sie es mit dieser Kopie, die in der Moschee ist, dass sie es vergleichen sollen. Wenn es die gleiche, wenn es geschrieben ist in der gleichen Schreibweise, dann können sie es beibehalten. Wenn es Unterschiede gibt, dann sollen sie es verbrennen und sollen, wer wollte Koran niederschreiben, eine Sura oder Ayat, soll es aus diesen Büchern kopieren. So die Muslime, die haben angefangen, aus diesen Büchern, die auf den großen islamischen Städten verteilt waren, und waren zugänglich für alle Muslime, haben sich natürlich sehr viele Muslime aus diesen Büchern Suras und Ayat kopiert. Somit hatten wir sehr viele Kopien des Korans oder des Mushafs um die Muslime verteilt. Barakallahu fikum. Das hatte ich verpasst, letzte Woche zu erwähnen. Eine Frage. Wurde mit den Mushaf Mushaf al-Imam, als sie zu den Großstädten entsandt worden sind, dann auch immer mit einem Qari geschickt? Ja, natürlich, mit Sicherheit. Ja, mit Sicherheit. Mit einem Qari, der natürlich den Koran richtig rezitieren konnte. Na, tafadhal.
Ja, es gibt manche Mashaykh heute Großgelehrte, die lernen diese Qiraat da'ifa wie Hadith da'if. Aber wird nicht, normalerweise wird nicht in der Öffentlichkeit rezitiert. Mir ist das unbekannt, dass es, yani, es wird nicht wie Al-Hadith da'if. Hadith da'if wird vorgelesen überall, aber Qiraat da'ifa nicht. Ja. Also nur zum Erkennen. Das kriegst du auch nicht zu hören, das kriegst du nirgends zu hören. Das kriegen nur wirklich gekonnte Koran-Rezitatoren zu lernen. Ja, nicht jeder kann es lernen. Ja, normalerweise der Sheikh, wenn der von seinem Schüler merkt, dass er wirklich gekonnt ist, dass er ein spezieller Schüler ist, nachdem er die 10 Qiraat Sahiha gelernt hat, dann kann der Sheikh entscheiden. Er kann sagen, okay, du bist jetzt fähig, auch diese 4 Qiraat Da'ifa zu lernen. Aber dass man es in der Öffentlichkeit hört oder rezitiert, nein. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت قراني نبض حياتي قراني طهر ذاتي قراني عصمة امري قراني طوق نجاتي.